So, jetzt wollen wir vom Vordermann den Spritzschutz wieder anbringen. Nehmen wir. Hier vorsichtig an der Seite, dass wir nichts verkratzen. Drauf. Hier oben. Wir setzen erstmal an. Einmal angesetzt. So. Jetzt diese Reflektoren werden hier in die Seite geschraubt. Gucken, dass das übereinstimmt. Gucken, dass die Reflektorenrückseite möglichst sauber ist und diese Fläche auch sauber ist. Wenn ihr Staubkörner habt oder sowas und ihr dreht die gegeneinander fest, verkratzt ihr euch den Nacken. Ansetzen. Erstmal andrehen. Schön. Das sieht gut aus. Dann gucken wir auf der anderen Seite, das auch passt. Ein bisschen sauber machen. Gucken, dass die Löcher übereinander passen. Ansetzen. So, da die Schraube drin ist, die beiden angesetzt sind, schraube ich die jetzt fest. Denkt dran, nicht überdrehen, sondern nur fest und dann ist dann okay. Ich drehe mir das so, dass ich hinten an die Schrauben gut drankomme. Dann gucke ich, dass hinten meine Blechklammern drin sind. Das ist die Rückseite. Hier sind wieder Haltenasen. Die müssen jeweils links und rechts greifen. Dann kann ich mir das hochschieben. Gucken, dass die Abstände hier relativ gut passen. Schraube. Gucken, dass sie in die Blechklammer greifen. Wenn das der Fall ist. Ich habe mir hier, weil ich keine, weil der Platz relativ eng ist, einfach den Bitsatz genommen. Damit ist die fest. Jetzt drehe ich das Lenkrad und gehe auf die andere Seite. Setz an, guck, dass es in die Blechklammer ist. Schraub die fest. Und eine haben wir noch. Da komme ich jetzt mit Werkzeug wieder gut dran. Und fest. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.